Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ich hasse ja Süßes. Ja. Doof auch, wenn man sich einfach auch einfach mal zu warm anzieht. Ist auch schon mal schlecht beim Backen. Mein Mann Jakob würde jetzt sagen, hier so wie es hier aussieht, sieht es auch in ihrem Leben aus. Ja. Weißt du? So. Das blanke Aber Chaos. Ich habe jetzt ehrlich gesagt Angst, dir irgendwas hier wegzunehmen. Nachher brauchst du das und dann Nein. bin ich der Schuldige. Ich warne dich auch, nicht anfassen. Das ist das... Okay, ab. Ich liebe diese Truppe hier. Die sind alle verrückt. Achso, ich liebe diese Tunden. Ich auch. Aber wenn die Kameramänner schon lachen, verstehst du? Dann weißt du, wie es um dein Rezept steht. Ich kann wahnsinnig gut backen, aber ich will das alles nicht essen. Also ich hoffe, dass ich dann heute Gose-Johann und Raul Richter abfüllen kann mit meinem Kuchen, den ich heute backe. Das sollt ihr alles essen, verstehst du? Wie du, wenn du vorm Fernseher sitzt und Titanic das 100. Mal siehst und weißt, was passiert, aber du bleibst trotzdem dran. Und so fühle ich mich jetzt auch. Ich habe es auch nicht auf die Tür geschafft und gehe gleich unter. Was mit deinem Platz passiert? Ich meine, das ist doch ganz normal beim Backen. Man muss doch so backen. Wie backst du denn? Bleib ruhig. Du machst das gut. Bleib genau so. Glaub an dich. Nein, nein, nein. Okay, okay. Ist doch kein Problem. Okay. Mach ich dir doch gerne. Bist du auch? Au! Pass auf, oh nein. Smörebröt. Ram, pam, pam, pam. Wie bei meinem Sohn. Ach, ah, du bist schon Mama? Ja, sicher. Ach so, wow. Intime Gespräche, die man hier so am Fußboden hatte. Etty, danke. Bitte. Und kannst du die anderen ein bisschen durcheinander bringen? Das wäre mir ganz lieb. Ich glaube, ihr seid gerade alle durcheinander genug. Da brauchen wir gerade nicht mehr viel zu machen. Also.